Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder im Serengeti Park und heute werden wir hier die Dschungel-Lodges ausprobieren. Wir haben schon mit dem Auto geparkt. Ihr müsst euch einfach an der Ausfahrt links da auch beim Pförtner halten. Beim Pförtner Bescheid sagen, dass ihr gebucht habt und dann lotst oder zeigt er euch praktisch, wo ihr hin müsst. Und ja, jetzt sind wir hier und werden jetzt erstmal einchecken. Wir haben jetzt alle Informationen an der Rezeption bekommen. Ab 16 Uhr ist der garantierte Check-in. Sollten die Lodges früher bezugsfertig sein, könnt ihr da auch schon vorher hinein. Und ja, wir haben hier so einen kleinen Wegplan bekommen und hier müssen wir uns jetzt orientieren. Wir müssen irgendwie in diese Richtung, aber wir nehmen direkt unseren Koffer mit, weil das Auto bleibt dann hier vorne an der Rezeption stehen. Wir haben hier so eine Chipkarte, das heißt, wenn ihr hier raus wollt oder auch später in den Park möchtet, dann müsst ihr ihn hier einmal gegenhalten und dann öffnet sich die Tür. Der Park hat verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten, also so um den Park herum verteilt. Am besten immer eine Rezeption nachfragen, wo ihr hin müsst oder auch vorne am Pförtner, die können euch weiterhelfen. Wir sind auf jeden Fall hier mitten im Affengehege gelandet. Also links sind Affen und hier rechts sind Affen. Ich hoffe, dass unsere Nachbarn heute Abend ein bisschen ruhig sind und sich nicht die ganze Zeit prügeln oder so. Aber cool, also man hat hier echt einen schönen Ausblick. Aber ihr wollt jetzt bestimmt nicht nur den schönen Ausblick hier sehen. Ihr wollt sehen, wie die Dschungel-Lodge von innen drin aussieht. Wir haben Dschungel-Lodge 28 und eine Schlüssel in der Hand und wir zeigen euch eine schnelle Roomtour drinnen mal. Hallo, herzlich willkommen. Kommt gerne rein in die gemütliche kleine Höhle. Und zwar, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ist diese Lodge für drei Personen ausgerichtet. Und zwar einmal ein Einzelbett und wir haben aber ein etwas kleineres Doppelbett, wo da hinten noch ein kleines Fenster ist und noch eine Ablage, wo man Wasser oder sowas, was man halt für die Nacht braucht, noch hinlegen kann. Bereich befinden sich auch noch einen Tisch mit vier Hockern, aber den Tisch, den könnt ihr auch ein bisschen ausziehen, da ist er ein bisschen größer noch und ihr habt Platz für alle, die hier übernachten. Und auf dieser Seite habt ihr noch einen kleinen Fernseher. Man muss sich auf jeden Fall hier echt organisieren, wenn man zu dritt in der Lodge ist. So allzu groß ist sie nicht, aber ich finde, dadurch hat es was Uriges und was Gemütliches, besonders hier mit dem ganzen Holz auch an den Wänden. Ihr habt hier oben quasi noch eine kleine Ablagefläche, wo ihr Rucksäcke reinpacken könnt. Und kleine Verstaumöglichkeiten. Großer Koffer passt jetzt hier nicht rein. Und jetzt hier sind wir hier vorne schon direkt an der Kaffeestation. Ihr habt einen Wasserkocher hier in dem Bungalow. Ihr habt Tassen, es gibt Tee und auch Kaffee. Das ist im Zimmerpreis inkludiert. Was richtig cool ist an dem Bungalow, dass ihr hier einen vollwertigen Kühlschrank habt hier unten. Und hier könnt ihr eure Getränke kühl stellen. Ihr habt sogar ein kleines Gefrierfach. Und das finde ich immer nice, so kann man seine eigenen Getränke mitbringen und auch im Sommer hat man immer kühle Getränke am Start. Falls ihr euch fragt, was hinter dieser Tür ist, keine Sorge, ihr müsst Toilette und Dusche nicht mit anderen teilen. Das habt ihr hier nämlich, eine kleine Dusche, kleine Toilette und ja, ein Badezimmer haben wir hier am Start. Wir haben hier einmal einen Föhn, wir haben Handtücher hier, Klopapier ist hier, wir haben auch Shampoo am Start. Also wirklich alles das, was man hier ja, für sein Geschäft und für die Dusche braucht. Die Lodge ist tatsächlich sogar für vier Personen geeignet, deswegen auch vier Hocker, da haben wir gerade was Falsches gesagt. Auf den ersten Blick sieht man es gar nicht, aber wenn man hier mal guckt, bei dem kleinen Bett kann man hier tatsächlich noch ein Bett rausziehen und hier drunter ist dann tatsächlich auch noch eine Matratze, aber dann wird es echt super gemütlich hier drin. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen organisieren und ja, hier ist übrigens noch ein Bild mit seiner Lodge Nummer 28, damit wir auch nicht vergessen, wo wir heute Nacht übernachten werden. Wir haben uns ein bisschen ausgebreitet, wir haben jetzt einfach das Bett als Kofferablage genutzt, das funktioniert perfekt, wenn man nur zu zweit hier ist. Aber eine Sache haben wir total vergessen, den Bettentest und der kommt jetzt. Hey, ja. Bist du bereit? Für den Bettentest. Let's go, willst du Anlauf nehmen? Ich habe ein bisschen Respekt. Ja. Okay. Ich spring so schief. Mach. Ich bin eher so gegleitet, ne?
Aber es ist schon sehr weich. Also es sind wirklich sehr weiche Matratzen. Aber die Bettwäsche ist wieder so toll. Und ich glaube, wir werden uns heute auf jeden Fall hier gemütlich reinkuscheln. Das ist einfach eine super gemütliche Kuschelhöhle. Irgendwie eine Steckdose habt ihr hier leider nicht, aber ihr kommt direkt an die Lichtschalter ran. Und ihr habt hier draußen noch so ein kleines Fenster, da höre ich schon den Regen, es ist richtig urig. Und ja, wir werden jetzt mal unsere Techniksachen zusammenpacken. Wir sind ja heute fürs Halloween-Event hier und dann zeigen wir euch noch schnell den Parkeingang. Und wir werden euch auch morgen nochmal zum Frühstück mitnehmen. Und das waren jetzt erstmal so die kleinen Eindrücke hier von der Dschungel-Lodge. Hi. Draußen gibt es noch eine kleine Terrasse, wo man ganz gemütlich sitzen kann und ja auch die Affen beobachten kann, die sich hier verstecken. Es ist echt sehr, sehr idyllisch und nehmt euch in der Sommerzeit auf jeden Fall auch was gegen Mücken mit. Die können hier schon sehr stark am Wasser sein. Und ihr habt ja zwei Affengehege hier, ihr habt schon die kleinen süßen Affen gesehen. Und ja, im Tagesbetrieb, wenn dann noch der Park auf hat, kann hier natürlich auch ein bisschen mehr Getrubel los sein an den Lodges. Und dann fühlt man sich selber wie ein Affe mitten auf dem Präsentierteller. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind direkt im Serengeti Park, also ihr schlaft quasi neben dem Park und ihr braucht dann mindestens immer eine Eintrittskarte und ab 16 Uhr am Anreisetag dürft ihr sogar noch mal 2 Stunden kostenlos in den Serengeti Park hinein und wie gesagt, euer Schlüssel, den braucht ihr und dann kommt ihr direkt in den Park hinein. Natürlich hat der Serengeti Park nicht nur Tiere, sondern auch Attraktionen, gemütlichere oder eher Thrill-Ride, aber auch so verschiedene Safari-Touren. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut gerne mal unten in der Infobox vorbei. Dort haben wir euch ein Video von uns verlinkt, weil hier in diesem Video soll es tatsächlich auch hauptsächlich nur über die Übernachtungen gehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Der nächste Tag ist angebrochen und wie haben wir denn geschlafen? Ich muss wirklich sagen, wir haben sehr gut geschlafen. Draußen hat es gestürmt und geregnet. Es war echt gefühlt Weltuntergangsstimmung. Aber wie hier in diesem gemütlichen kleinen, Lodge war wirklich sehr, sehr kuschelig. Und ja, wir sind ausgeruht und gehen jetzt zum Frühstück. An unserem Besuchstag haben wir einen Zeitslot von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Und ja, es wird höchste Eisenbahn, würde sagen. Schlagen wir uns den Magen voll und wir zeigen euch das Frühstücksbuffet. Von 7 bis 10 Uhr findet das Frühstück dann hier im Manjara statt. Das ist direkt das Restaurant im Park. Je nachdem, wo ihr hier schlaft, kann es sein, dass ihr das Frühstück auch woanders hat, zu euch nimmt. Und ja, da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Wir haben uns das vom Buffet geholt. Ihr habt es ja gerade gesehen, es ist wirklich sehr voll. Wir haben halt komplett Rush Hour erwischt. Aber naja, wir haben halt gerne ein bisschen länger geschlafen. Und wenn man halt früh hier ist, dann hat man vielleicht auch ein bisschen ruhigeres Frühstück. Wir werden jetzt essen und dann müssen wir auch leider heute schon wieder ausschalten. Wir kommen gerade vom Frühstück und sind tatsächlich voll gefuttert. Am Buffet findet tatsächlich jeder was und es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber es gab auch sowas wie Met. Das kriegt man ja auch nicht bei jedem Buffet. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder an unserer kleinen Lodge. Wir müssen auschecken. Um 10.30 Uhr müsst ihr dann quasi das Zimmer oder eure Lodge verlassen. Wir haben alles zusammengepackt und wie hat es uns denn gefallen? Also für 4 Personen kann ich mir das schon sehr, sehr eng vorstellen. Für 3 müsste es, glaube ich, gerade funktionieren. Für uns beide war es eigentlich von der Größe genau richtig. Also wir konnten uns sehr gut miteinander kommunizieren und agieren. Dann ging das noch, dann stellte man sich nicht so oft selbst im Weg. Es war halt draußen bei uns perfektes Wetter, Regen, kalt und jetzt haben wir wieder strahlblauer Himmel, Sonnenschein, aber trotzdem denkt immer an Mückenspray. Also selbst jetzt hier im Oktober war noch wirklich die ein oder andere Mücke im Zimmer. Ja, und man hat hier auf jeden Fall einen tollen Ausblick auch auf die Affen. Hier sieht man sie
morgens sind sie auch auf jeden Fall schon sehr aktiv und sehr wach. Die hört man vielleicht auch so ein bisschen rumschreien, aber das ist jetzt überhaupt nicht störend oder so. Aber man ist halt mitten in der Natur. Vivi sagt es, man ist quasi mitten in der Natur, deswegen sollte man auch keine Angst vor Spinnen haben oder so. Es kann da logisch sein, dass sich auch mal eine Spinne im Bungalow verirrt. Und dadurch, dass ihr ja mitten in der Natur seid, ist es hier auch super, super ruhig, weil es ist kein großes Hotelkomplex. Hier wird kein Wäschewagen morgens durch die Gegend gebrettert. Und das finde ich halt einfach nice, dass man sehr gemütlich und sehr ruhig hier schlafen kann. Wir haben ausgecheckt. Checkout ist um 10.30 Uhr und das waren auf jeden Fall unsere Eindrücke hier von den Dschungel-Lodges. Wenn ihr noch Bock auf mehrere Übernachtungsmöglichkeiten habt, dann schaut gerne mal in der Infobox vorbei. Masamara-Lodges und die Safari-Lodges haben wir auch schon ausprobiert. Dschungel-Lodges reiße ich jetzt mit in den Übernachtungsmöglichkeiten-Videos von uns hier aus dem Serengeti-Park mit ein. Und ja, das war's von uns an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis deine Henne. Tschüss!